Herzlich willkommen bei Wir in Stuttgart. Wir stehen hier auf einem Dach über der Kriegsbergstraße und hier treffen wir nachher die Taubenfee. Und jetzt geht's erst noch ins Maislabyrinth. Willkommen im Dschungel. Willkommen in Ditzingen. Hier im Maislabyrinth, ein paar Minuten von der Stuttgarter Stadtgrenze entfernt, kann man sich vortrefflich verlaufen. Das findet Heiko heute schon noch raus. Vergangenes Wochenende ist der Spaß hier feierlich eröffnet worden. Samstags und sonntags gibt's hier nämlich auch lecker Gegrilltes. Aber deshalb sind wir heute nicht hergekommen. Hallo! Hallo! Hallo Heiko! Hallo! Hi! Ja, ich wag's. Ich nehme die Tour, die Strapaze auf mich. Was erwartet mich? Ja, hoffentlich ganz viel für ihr Spaß. Und du musst dich wahnsinnig oft verlaufen. Aha. Ist es schwierig dieses Jahr? Wir hoffen doch, ja. Haben uns wieder alle Mühe gegeben. Motto gibt's auch? Genau, ist Expedition Arktis dieses Jahr. Haben wir die arktische Eislandschaft quasi im Labyrinth dargestellt mit Walrössern, mit Iglus, mit Walen, mit dem Eisbär, Schiff, Fische und vieles mehr. Okay, und so wird dann auch das Quiz aussehen, ha? Ja, das Quiz bekommst du jetzt. Dreht sich rund um die Arktis. Mhm. Fragen, die du beantworten kannst, wenn du innen die Stationen suchst. Okay, alles klar. Vier Fragen. Genau, Antworttafel, Stift und Stempel ist immer an der Station dabei. Du musst sie nur finden. Eine Postkarte haben wir, ja. Okay. Die nutzen viele als Plan und zwar ist da quasi die Übersicht vom Labyrinth. So sieht es dieses Jahr aus. Mhm. Und wenn man die immer in der richtigen Richtung mitdreht, kann man sich diese quasi als Orientierungshilfe. Okay. Start ist Osten. Genau. Ein- und Ausgang befindet sich hier im Osten, genau. Alles klar, gut. Expedition Arktis. Die sind ja lustig. Das bei 30 Grad. Wir gehen dann mal rein. Heiko voraus, ich halte wie immer die Kamera. Das kann ja ein Spaß werden. Familie Siegle, die hier auf ihrem Feld das Labyrinth eingerichtet hat, meinte, in so einer Stunde findet man komplett durch den 25.000 Quadratmeter großen Irrgarten. Ja, hier in dem Labyrinth gibt es also vier Fragen zu beantworten. Und die Antworten findet man an irgendwelchen Stationen. Und wir haben jetzt mal uns orientiert Richtung Iglo. Das ist nämlich relativ nah am Eingang und hoffen, dass wir da vielleicht eine erste Antwort finden. Ja, ich denke mal, wir sind jetzt hier irgendwo. Mal gucken. Es gibt keine Hinweise auf die Stationen im Labyrinth. Wir gehen einfach mal davon aus, dass in jeder Himmelsrichtung eine der vier zu finden ist. Deshalb suchen wir jeden Winkel akribisch ab. Ja, damit das Ganze nicht so einfach ist, gibt es hier zwei Iglus. Ich glaube, im ersten sind wir durch, da war nichts. Und das müsste jetzt der Eingang vom zweiten sein. Also hier. Jetzt versuchen wir da mal unser Glück. Ich würde mal sagen, wir halten uns einfach mal rechts auf dem äußeren Weg. Immer noch auf der Suche nach dem Stempel. Dem Stempel mit der richtigen Antwort. Ah. Psst, jetzt müssen wir ganz leise sein, wir dürfen nichts verraten. Aha, tatsächlich, das ist die erste Antwort. So. Erster Stempel erledigt. Jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Welche Laufgeschwindigkeiten können Eisbären maximal erreichen? 30, 40 oder 50 Stundenkilometer? Spontan würde ich sagen, 50 niemals. Das schafft ja ein Windhund oder ein Rennpferd. Also ich bin eher, ich würde mal sagen 30. Aber wir suchen besser die Antwort. Was jetzt? Heiko, du weißt den Weg? Ja. Ich vermute, wir sind jetzt in der Schwanzflosse des Wals. Auch nicht? Doch, wir haben ihn, aber ich kann gar nicht mehr so genau sagen. Welche Laufgeschwindigkeit Eisbären? Die Antwort kann ich sagen. Ja, 30, stimmt's? Nein. Oh, 40 war's. Aber Turm, jawohl, und hoch. Da unten, neben Toilettenhäuschen, war der Eingang, da sind wir rein. Dann haben wir uns nördlich gehalten, Richtung, klar, im Norden ist es Iglo, das war da. Dann sind wir hier weiter, wo der große Walfisch ist, mit der Walfischflosse.
Dann waren wir schon da hinten, kurz vor dem Pferdchen. Das war aber leider Station 4. Und naja, eigentlich fehlt uns nur noch die Ecke vor dem großen Gebäude. Hier müsste Station 3 sein. Und dann hätten wir alle Antworten hoffentlich auch richtig beantwortet. Liebe Zuschauer, wir kürzen das jetzt einmal für Sie ein bisschen ab. Wir haben alle Stempel gefunden, ja, das haben wir. Und es hat ganz schön lange gedauert. Es wurde versichert, die Stationen werden immer mal wieder verstellt, dass es nicht so einfach wird. Einfach ist das wirklich nicht gewesen. Zivilisation! Kultur! Ein gutes Zeichen! Ah, Labyrinthkasse! Ich bin wieder da, wieder draußen. Ja, guck mal hier. Vier Stempel. Geöffnet ist das Maislabyrinth täglich von 11 bis 19 Uhr, samstags bis 23 Uhr. Noch bis einschließlich 10. September. Ah, ein grüner Briefkasten ist die Quizbox. Und. Ah, sehr gut. Also, Aufgabe hier erfüllt. Jetzt geht's zurück nach Stuttgart zur Taubenfee. Ins Taubenhaus in der Nähe vom Hauptbahnhof. Regio TV. Tauben haben ja nicht gerade den besten Ruf. Fliegende Ratten, Krankheitsüberträger oder Ratten der Lüfte werden sie beschimpft. Doch Tauben sind auch Lebewesen, findet die sogenannte Stuttgarter Taubenfee. Silvi Brucklacher-Gunzenhäuser ist im normalen Leben Fotografin. Heute steigen wir mit ihr aufs Dach. Sie engagiert sich ehrenamtlich für die gemeinnützige Organisation Stadttauben Stuttgart. Und was machst du jetzt heute hier? Also heute mache ich die klassische Geschichte. Hochkommen, in den Schlag gehen, gucken mit Augen, ob alles okay ist, denn manchmal liegen auch verletzte Tiere im Schlag. Dann beobachte ich, wo das Nest ist, wo eine Taube brütet und gucke, ob die Eier schon ausgetauscht wurden. Ich bin jetzt die Ehrenamtliche, die guckt, ob alles in Ordnung ist und dann Futter nachfüttert in die Tröge und Wasser ist ganz wichtig, nachfüllt, die Gefäße auch putzt. Putzen ist auch eine wichtige Sache, denn es ist richtig Arbeit, so ein Taubenhaus zu betreuen. Das ist nicht nur so ein kleiner Job, den man so mit links macht, sondern es ist Arbeit wie ein Bauer. Und du musst sauber sein, du musst auch bei plus 30 Grad in den Taubenschlägen, wo es richtig heiß ist, putzen und vor allem Wasser versorgen. Und dann gucke ich, ob alles soweit in Ordnung ist und dann gehe ich wieder. Und habe ein gutes Gefühl, weil das macht einfach Sinn. Das macht Sinn, diese Arbeit für die Tauben sehr und auch für uns Bürger. Wir Bürger müssten da eigentlich alle zusammenhalten und mal begreifen, dass das die einzige Art ist, wie wir dieses Thema gehasste und von mir geliebte Stadttauben in den Griff kriegen. Und Eier werden heute auch ausgetauscht? Ja, da gucke ich auch immer danach, ob die Eier ausgetauscht wurden vom Jürgen. Und wenn nicht, dann gucke ich und nehme sie mit nach Hause in meinen Garten. Und da lege ich sie unter die Büsche, die Eier. Und da kommen nachts die Füchse oder die Krähen oder die Elstern. Die wollen auch was zu fressen. Heute soll eine verletzt aufgefundene Taube wieder freigelassen werden. Die wurde hier die letzten Tage von den Ehrenamtlichen wieder aufgepäppelt. Gar nicht so einfach. Denn Tauben sind Fluchttiere. Doch die Taubenfee schafft es, sie bringt das Tier wieder in die Freiheit über Stuttgarts Dächern. Und was macht genau unsere Stuttgarter Taubenfee? Also, die hat dann mit der Stadt Konzepte entwickelt, Taubenschläge auf Dächer zu machen, wie hier zum Beispiel. Hauptbahnhof ist ein Riesenthema, weil hier gibt es sehr viele Tiere. Und wir haben dann zusammen ein bisschen Geld erkämpft beim Gemeinderat. Ich persönlich finde wahnsinnig wenig Geld. Wenn ich an so Großprojekte denke wie hier, was die Geld schlucken und was dieses wichtige Projekt eigentlich an Unterstützung haben sollte. Wir brauchen auch Finanzen, obwohl ungefähr 20 ehrenamtliche Menschen, darunter auch ich, dieses Projekt umsonst betreuen. Und ich gehe einmal in der Woche oder zweimal in der Woche in einen Taubenschlag, füttere, gebe Wasser. Wasser ist ein sehr wichtiges Thema und tausche die Eier aus. Die Eier gegen Kunststoffeier.
Das ist eigentlich das, was alle Menschen am meisten berührt. Die wollen wissen, wie viele Eier habt ihr ausgetauscht, wie ist der Erfolg? Also wir haben seit 2008 mit den ganz kleinen Anfängen, die jetzt inzwischen groß sind, 2017, mindestens 15.000 Eier ausgetauscht. Wieso tauscht ihr die Eier aus? Weil das die einzige Art von Geburtenkontrolle ist, die erfahrungsgemäß Sinn macht. Ohne die Arbeit der Ehrenamtlichen hier würden Tauben sich unkontrolliert in der Stadt ausbreiten. Und wie sieht die Zukunft aus? Also die Zukunft sieht nicht so toll aus. Und zwar genau für diesen Standort hier sieht diese Zukunft so aus, dass das ganze Areal demnächst abgerissen werden soll, was in Stuttgart so ein bisschen klassisch schon ist. Es wird abgerissen und wenn dann aufgebaut wird, ist das Häuschen nicht mehr da und ungefähr 200 Tauben haben keine Heimat mehr, wissen vor allem nicht, wo sie brüten sollen und sie müssen brüten. Also diese Kombination ist ganz dramatisch, weil ja, dann brüten sie wo? Im Hauptbahnhof, in der Schalterhalle, legen da ihre Eier hin und keiner tauscht sie aus, weil wir wissen dann gar nicht mehr, wo die Nester sind. Also unsere Sorge von unserem Taubenteam ist, dass wir nicht schnell genug einen neuen Standort finden. Und wir wünschen uns natürlich im neuen Gelände S21. Das wäre so wunderbar, wenn da ein ganz großer Taubenturm hinkäme. Das wäre die Rettung für den Hauptbahnhof und auch für diese Tauben. Wie wichtig die Arbeit der Ehrenamtlichen für die Tiere und auch für die Stadt und deren Menschen ist, das zeigt sich hier wahrscheinlich erst, wenn die Arbeit nicht mehr getan werden kann.